Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bereits zum vierten Mal mit Oliver Panzau. Gell, du hattest dich auch schon vorgestellt und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist der systemischer Coach, spezialisiert auf die Themen Väter und Familien und bist selber auch Patchwork-Spezialist. Ja. Und ja, bei mir geht es also ums Thema Balance und Herzensweg und Liebe unter anderem. Und es geht eigentlich weiter in unserer Serie mit dem Thema Glück und Freiheit in jeder Beziehung. Und jedes Mal haben wir aber doch eine Vertiefung. Und dieses Mal soll es um die bedingungslose Liebe gehen. Das ist diese wahre Liebe. Und ich bin selber schon sehr gespannt, wo es hinführt. Und ja, herzlich willkommen, lieber Olli. Ja, vielen Dank. Mir ist da spontan eingefallen, so viel gewinnt von den fantastischen vier, viel gewinnt. Aber es ist ja eine Reise, die wir zusammen begonnen haben, über die ich auch, haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, total glücklich bin. Es ist ja der Zufall, dass wir wieder uns zusammen, oder nicht der Zufall, vielleicht sollte es so sein, eben, dass wir wieder zusammengefunden haben. Und freue mich, dass wir da so eine Serie draus machen und immer wieder zusammenfinden und tolle Themen, so wie heute auch. Thema bedingungslose Liebe oder die Liebe im Allgemeinen ist ein ganz tolles Thema. Ja, gell, und man hört ja oft oder man spricht von der Liebe, es ist so ein großes Thema. Und aus meiner Sicht gibt es auch so ein gewisses Verständnis, ja, man braucht Liebe oder jemand tut das oder tut das nicht, nur dann wird er geliebt. Und es gibt aber für mich auch noch diese Liebe, die einfach ist, die nicht fragt, die keine Bedingungen stellt. Und es sind eigentlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und dennoch ist es nicht immer einfach, diese im Alltag zu integrieren, zu leben. Manchmal ist sie da, manchmal nicht. Ja, und welche Erfahrungen hast du gemacht, Olli? Ich weiß ja von dir, du hast ja eben so diese Patchwork-Familie und gerade darin ist sicher ja ganz speziell. Vielleicht hast du da ein schönes Beispiel, wie du mit der Liebe oder ja damit umgehst, wenn die Liebe mal sich versteckt hat. Aber sie ist ja immer irgendwo da. Ja, wow, das ist ein großes Thema. Da könnte ich jetzt auch fragen, wie viel Zeit hast du? Weil, wenn man so will, könnte ich jetzt zumindest, wenn wir auf die Beziehungen eingehen, habe ich ja natürlich jetzt in unserem Familiensystem, der Patchwork-Familie, sind ja so viele Menschen und könnte natürlich jetzt all diese Beziehungen mal auftrennen. Das machen wir auch gerne oder mache ich gerne in diesem Kontext, im Systemischen, um auch Dinge zu verstehen, woher, weißt du, woher dann meistens so Probleme oder Krisen kommen, ist ja nie einzeln zu betrachten. Wenn ich jetzt im Moment vielleicht irgendwie eine schwierige Phase mit meiner Partnerin habe, kannst du nicht sagen, es ist nur diese Paarbeziehung, sondern es steckt ja alles, ist ja eine Wechselwirkung von allen Beziehungen, die darauf abspielen. Und könnten wir natürlich jetzt da reingehen und uns alles angucken. Sinnbildlich dafür fallen mir jetzt ja Dinge ein, also Beispiele. Bedingungslose Liebe, ja. Also eine bedingungslose Liebe, da haben wir im Vorfeld nicht drüber gesprochen, was ich aber auch ganz spannend finde, ist zum Beispiel, was vielen in meinem Kontext, was Patchwork angeht und eine Trennung, glaube ich, sehr, sehr schwer fällt, ist tatsächlich eine sogenannte bedingungslose, aber eine mitmenschliche Liebe für seinen Ex-Partner zu empfinden. Aha. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, das ist total leicht, wenn man ehrlich ist, in diesem Kontext einer Trennung und diesem Vertrauensverlust und Dinge, die dann passieren, da rede ich ja auch gerne mal von einem Kampf, der dann eben stattfindet, ist ein innerlicher Kampf gegen Dämonen, die hier sind und den richte ich ja dann vor allen Dingen gegen den Ex-Partner. Und da passieren ja so viele unschöne Dinge, muss man auch ungesunde Dinge für einen selber, die dann wirklich toxisch sein können. Und wo es zu hochstrittigen Trennungen kommen kann, ganz schlimm auch, wo dann die Kinder
in den Mittelpunkt gestellt werden, sich darum gezerrt wird. Also Dinge, die ich ja nachempfinden kann, dass sie passieren, aber nicht so fühlen konnte, weil von Anfang an für mich klar war, dass die Kinder gehören niemandem, sondern wir sind Eltern. Und wir als Eltern haben einfach die Pflicht und die Verantwortung, für die Kinder zu sorgen, egal was passiert. Und was uns eben, glaube ich, insgesamt dahin gebracht hat, weil meine Ex-Frau auch ein sehr empathischer und sehr liebevoller Mensch ist, dass wir es trotz der vielen Widrigkeiten geschafft haben, sehr respektvoll miteinander umzugehen. Und je länger das gedauert hatte und auch, manchmal muss eben auch ein bisschen Gras über die Sache wachsen und auch man muss eben auch, man muss nicht, aber es hat eben bei uns total geholfen, eben diesen Schritt zu gehen. Und da ist das, was du jetzt eben meinst, wenn man Liebe in sich trägt, und das tun wir mal alle, denke ich mal, als Beispiel, wenn man eben Kinder bekommt, ganz frisch, dann ist diese Liebe, da sprechen wir ja ganz häufig von bedingungsloser Liebe, dann ist die ganz rein. Du siehst dieses kleine Bündel und weißt du, dann ist alles da. Und über die Zeit passierenden Dinge, was auch immer, entwickelt sich und man selber, und das vielleicht schwächt das so ein bisschen ab. Und in dem Zusammenhang, was ich nur sagen will, ist, wenn wir diese Liebe also in uns tragen und ich weiß, ich habe diesen Menschen, von dem ich mich getrennt habe, wir sind, wie auch immer, wer sich trennt, aber es war in irgendeiner Form eine Liebe da. Und zu sagen, hey, das kann ja nicht alles weg sein. Dieser Mensch ist ja immer noch dieser Mensch. Auch wenn er die Dinge gesagt hat und das gemacht hat, kann ich ja rational auch verstehen, das macht er, um sich selbst zu schützen. Aber trotzdem ist eine Wertschätzung da. Und das hat mir tatsächlich immer unglaublich geholfen, immer wieder mir das auch vor Augen zu führen, dass da auf der anderen Seite eine ganz tolle Mutter und ein ganz toller Mensch sitzt. Ich sage bewusst andere Seite, weil wir hatten auch einen Graben dazwischen. Und dann eben auch so eine Brücke zu bauen und jetzt nach 6 Jahren da zu stehen, dass wir eine ganz, nicht Friede, Freude, Eierkuchen, ein ganz tolles Verhältnis haben. Und ich merke eben und auch für mich gesagt habe, da ist wirklich Liebe da, aber nicht im Sinne von männlich-weiblich, nicht, dass jetzt meine jetzige Frau irgendwie sich Gedanken machen muss, sondern wirklich, es ist ein toller Mensch und ich liebe sie als Mensch, der er eben ist. Ja, und so kann ich jetzt auch ehrlich sagen, so genau habe ich es ihr noch nicht gesagt, aber auch ihr das so zu sagen, sagt du, es gibt nichts Böses dir gegenüber, weil ich finde, dass du ein toller Mensch bist. Und ich finde, das hat auch was mit Liebe zu tun, die ich eben in mir trage. Es wäre ja, ich würde mich sonst selbst belügen. Was würde ich denn überhaupt über meine Beziehungen sagen? Ich kann nicht alle Beziehungen, nur weil sie in der Vergangenheit liegen, also Paarbeziehungen, ja, verteufeln. Es war ja nicht, es hat mich ja geformt und diese Menschen waren ja gut. Und was würde ich denn sonst über mich selber sagen? Ja. Oder auch, wenn ich jetzt auf meine neuen Beziehungen gucke, was sagt das denn über mich, wie ich in einer Beziehung bin, wenn ich alle verteufel, nur weil wir eine, weil wir auseinandergegangen sind. Insofern, das ist ein wunderbares Beispiel. Jetzt habe ich sehr viel Redezeit schon in Anspruch genommen. Ich kann gerne gleich noch auf ein anderes Beispiel eingehen, auch ein ganz tolles Momentum, was ich in letzter Zeit hatte. Haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Ja. Aber vielleicht kann ich ja einmal die Frage eben zurückgeben für dich, weil wir haben jetzt über Liebe gesprochen, über bedingungslose Liebe. Ich habe jetzt aus meinem Patchwork und Trennungskontext gesprochen. Deine Situation ist ja ein bisschen eine andere, deine Familiensituation. Und ich würde gerne von dir vielleicht auch wissen, was du, also wie du das für dich definierst oder was für dich das ausmacht, diese bedingungslose Liebe. Ja, also es ist wirklich so, ich habe mein ganzes Leben immer wieder so, ja, Liebe gespürt. Das, was für mich damals die höchstmögliche Liebe war gegenüber Menschen. Jetzt zum Beispiel als Teenie, wo ich verliebt war. Und es war jetzt, ich habe für mich das Gefühl, es war nicht so diese normale Teenie-Liebe, sondern es war wirklich, ich sage das jetzt so, diese Seelenliebe. Und ja, damals vielleicht, der Junge, der war vergeben, immer wieder hatte der Freundinnen. Und ich habe einfach, aus heutiger Sicht weiß ich, die Liebe von mir ist einfach geflossen. Und ich glaube, ich war nicht mal unbedingt unglücklich. Ich habe dann Gedichte geschrieben in mein Tagebuch oder so. Und ich habe aber mein ganzes Leben schon immer mehr gemerkt,
da gibt es eine Liebe, die darf einfach da sein, auch wenn sie jetzt nicht in gleicher Form zurückkommt. Also das ist einerseits das. Und heute würde ich sagen, dass ich sehr in der bedingungslosen Liebe bin gegenüber allem, was ist. Also dass ich, egal ob es jetzt ein Mensch ist, der mir sehr nahe steht, oder ein Mensch, den ich nicht kenne, oder eine Situation, dass ich den Menschen oder die Situation nicht verurteile. Mhm. Also es kann zwar sehr wohl sein, dass ich das, was ein Mensch sagt oder tut, nicht unterstütze, indem ich sage, hey, das ist gut, mach weiter so, das nicht, aber ich verurteile den Menschen oder die Situation nicht. Oder vielleicht ist da mal ein Gedanke, aber ich weiß, es ist nur ein Gedanke, es ist nicht die Wahrheit. Und so, dass ich dann wirklich bei mir bin und weiß, oder das vereinfacht es natürlich, weil ich auch spüre und eigentlich auch so sehe, jetzt im Inneren, nicht im Außen, dass jeder Mensch Liebe in sich trägt. In der Mitte des Herzens steckt Liebe, diese hochschwingende Frequenz. Und darüber liegen halt Schichten von wie Zwiebelschalen, die uns davon abhalten, diese Liebe zu sehen, zu spüren, zu leben. Aha. Und so sehe ich auch dort, wo man meinen könnte, da ist sicher keine Liebe, dort weiß ich oder sehe, doch, da ist auch Liebe. Und so kann ich halt dann die Situation nicht verurteilen. Das ist für mich bedingungslose Liebe, nicht nur gegenüber einem Menschen, oder meiner Ursprungsfamilie oder mir lieben Menschen, sondern gegenüber allem, jedem, alles, was existiert. Weil das ist diese bedingungslose Liebe. Nicht zu sagen, ja, da passt es mir gerade, der Mensch tut gerade das, was mir passt, also liebe ich den. Ja. Und da nicht, weil, ja, also es geht wirklich darum, dass die Liebe fließen zu lassen. Und das ist ein Weg, das will ich absolut sagen. Also es war nicht so, dass ich das mein ganzes Leben immer gleich gut konnte. Aber heute ist es so, die Liebe fließt von mir weg und sie möchte sich verschenken. Und wenn ich anderen Menschen helfen kann, auch ihr Herz zu öffnen und immer mehr in die bedingungslose Liebe zu kommen, dann freut es mich. Aber es ist ein Weg und man darf auch stolz sein und dankbar für all die Momente, wo man wirklich in der bedingungslosen Liebe ist. Und da, wo man noch wertet und verurteilt, auch das nicht verurteilen, auch das dann halt annehmen. Weil sonst sind wir ja im Widerstand, oder? Und man darf auch sein in der Liebe oder im Frieden mit dem Widerstand, oder? Weil sonst denke ich, ich darf ja nicht verurteilen. Und dann ist man ja auch da wieder im Widerstand. Also es geht darum, alles anzunehmen und dennoch nicht in der Opferrolle zu sein oder dennoch nicht zu sagen, ich lasse mir alles gefallen. Also man darf auch Nein sagen oder eben sich von Menschen oder Situationen lösen, aber dann nicht verurteilen. So, das ist für mich, ja, manchmal ist es schwierig, das in Worte zu fassen, aber das ist für mich so die bedingungslose Liebe, die auch als Mensch gelebt werden kann, absolut. Also erstmal muss ich sagen, also ich gehe da total in Resonanz mit. Ich habe das auch eben gemerkt, tatsächlich, als du angefangen hast zu erzählen, dass ich diese Emotionen total gespürt habe, weil ich das auch sehr häufig eben auch so spüre, dass das gerade mit dem, wo ich jetzt stehe und auch mit diesen Erkenntnissen, was ich dir eben erzählt habe, der Weg dahin, so gegenüber meiner Ex-Frau, dann auch mich, also das so zu spüren, ist irgendwie großartig. Das hört sich so leicht an. Es geht ja nicht darum, dass es mir gut geht, sondern es geht einfach darum, ja, das einfach wirklich, wie du gerade beschreibst, dein Herz zu öffnen, immer häufiger, wie es eben geht, und dann zu merken, da ist ganz viel Liebe und vor allen Dingen ja eben auch, ich mache es ja nicht für andere. Das hat ja auch mit Selbstliebe zu tun, zu spüren, was das mit mir selber eben macht. Also ja, dass das einen großen Mehrwert für mich selbst hat. Und bevor ich jetzt zu viel, vielleicht auch wenn, ich glaube, die Menschen, die das sich anschauen, die können das vielleicht mit nachempfinden.
ich denke dann häufig so, wow, ja, ich verstehe das alles, aber ich weiß genau, da draußen sind auch viele Menschen, die denken, was ist, die kommen da nicht so schnell mit irgendwie. Ich würde ganz gerne nochmal, was du gerade besprochen hast, fand ich, oder gesprochen hast, war nochmal schön mit der Liebe und diesem Zwiebelprinzip. Wie du weißt, bin ich da immer ganz offen und ehrlich und kann dir gerne nochmal ein Beispiel geben und auch für Zuschauer, was das für mich eben auch bedeutet, weil ich habe auch diesen Weg, ich lasse gerne Menschen daran teilhaben, weil es so, so irgendwie so, ich weiß, wie wertvoll das ist, weil wenn ich es nicht verstehe und was bedeutet das für mich jetzt im Alltag eigentlich und gerade noch für Männer ist vielleicht noch ein anderes Thema, sage ich jetzt mal, und mich stört es nicht, das zu teilen. Also ich hatte letztlich eine Situation, wie das eben ganz so häufig, man muss man sagen, Patchwork-Alltag bei uns ist wirklich viel los und immer zu schauen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin immer total entspannt. Es gibt Menschen, die sagen, ich wirke immer total entspannt, relaxed, der Olli, der hat doch alles immer im Griff, also total, ich weiß mal gar nicht, was irgendwie strahle ich es aus, in mir drin passieren manchmal ganz andere Dinge und es gab eine Situation, da kam meine große Bonustochter, so sagt man heute zur Stieftochter gerne, wenn man es als Bonus sieht, in dem Fall sehe ich es eben so im Haus und es gab da Querelen, die aber in mir lagen, habe ich auch gemerkt, es gab dann irgendwie was, ging und abholen und das Ankommen und es war unklar, wie die Situation ist, wer heute mal wieder alles zum Essen, glaube ich, da ist. Wir lieben ein großes Haus mit vielen Menschen, die bei uns essen, manchmal ist aber die Situation ungeklärt und das stresst mich, weil ich mich häufig verantwortlich fühle für das Essen für alle Menschen. Mhm. Und wenn ich dann nicht weiß, wer wann kommt und wie auch immer, dann bin ich gestresst und dann genervt womöglich und spiegel das nach außen. Und das war so, dass die Tochter gerade frisch reinkam und dann hatte ich Stress mit meiner Frau. Insofern, dass sie gesagt hat, sie möchte das nicht so, dass sie so empfangen wird, dass genauso, wenn deine Kinder kommen. Und da gab es ein Wort zum anderen. Es ging leider auch an den Versuch, dass wir ein ruhiges Gespräch führen wollten, gab es das aber nicht so richtig. Es war irgendwie ungeklärt. Und ich konnte sie verstehen, also meine Frau, und habe nur gedacht, ja, aber das wollte ich auch gar nicht, ich wollte sie nicht willkommen heißen. Vielmehr ging es um die Situation, die mich gestresst hat, das, was ich eben meinte. Das heißt, wenn sie nach Hause kommt, dann freue ich mich. Und dann habe ich eben ganz viel, weißt du, ich freue mich, weil sie da ist, weil sie ein toller Mensch ist. Aber in dem Moment liegen da eben Erfahrungen und Prägungen und Dinge, weil ich brauche diese Verbindlichkeit, ich habe das Gefühl, ich bin da verantwortlich und muss das und dann bin ich gestresst und dann passiert was und ich reagiere in irgendeiner Form, die anderen Menschen so wahrnehmen, ich bin unfreundlich und ich nicht annehmend und weißt du, das ist so, das wirkt nicht so, wie ich eigentlich sein will und ich denke, und ich verteidige mich ja dann nur, so geht es ja dann los. Das habe ich aber in dem Moment schon sehr stark gespürt und habe dann eben für mich entschieden, ich gehe zu ihr runter und spreche mit ihr. Ich möchte das gerne aus der Welt schaffen, insofern, um ihr zu sagen, ich möchte, dass du weißt, dass da ganz viel Liebe ist und ich hier immer willkommen heiße und nicht nur wegen der Situation irgendwie was zwischen uns steht. Und das Gespräch war, haben wir beide festgestellt, dass wir länger nicht intensiv gesprochen. Wir haben eigentlich eine enge Verbindung, Herzensverbindung und länger nicht gesprochen hatten. Insofern war es wie überflüssig und es war dran. Und um es jetzt nicht zu lang zu machen, einfach in dem Moment war sehr emotional und ich hatte auch die Möglichkeit, jedem zu zeigen, weil sie mir offen und ehrlich sprechen konnte, auf Augenhöhe wertschätzend für den anderen und sie mir erzählt hat, wie sie eben mich wahrnimmt mit ihr zusammen. Und mich das sehr traurig gemacht hat. Also wirklich, weil ich gedacht habe, wow, so möchte ich gar nicht gesehen werden. Und das ist auch nicht das, was ich geben möchte. Sondern ich trage ganz viel Liebe in mir für mich auch. Das kann ich auch noch übrigens sehr lernen. Noch mehr Liebe für mich, aber vor allen Dingen für meine Familie, für meine Frau und für alle Kinder, die da sind. Und möchte gar nicht, dass ich so gesehen werde. Und was hält mich eigentlich davon ab? Das ist eine ganz wichtige Frage, diese Liebe zu zeigen.
häufig eben in so Situationen, eben wie du jetzt schön gesagt hast, denn mich auch nicht zu verurteilen, deswegen, ich bin auch nur ein Mensch, ja, und ich lerne dazu, aber die Möglichkeit eben zu haben, zu reflektieren, das war jetzt nicht gut, in die Situation zu gehen und dann zu sagen, du, ich möchte dir eben sagen, was meine Basis ist für unsere Beziehung. Und ich möchte eben, werde versuchen, in der Zukunft dir das viel mehr zu zeigen, eben diese, das abzulegen, was mich dann triggert. Und wenn nicht, dann muss ich es dir dann irgendwie vielleicht auch sagen, weil ich bin nicht immer gut drauf oder ich kann was, es gibt auch Dinge, die mich dann stressen. Da muss ich es vielleicht anders kommunizieren und sagen, du, ich bin im Moment gestresst. Könnt ihr mir bitte helfen, indem ihr das und das. Aber eben, ich möchte, dass du weißt, dass nur Liebe für dich da ist. Und wenn ich das mal nicht schaffe, dann darfst du mich auch gerne darauf ansprechen, wenn du es schaffst. Ich meine, sie ist 17, ist ein sehr reflektiertes, junge Dame, möchte ich fast sagen, junge Frau, und kann das eben auch. Und nichtsdestotrotz würde sie wahrscheinlich eher immer wieder zurückfallen in diese Muster. Ich möchte mich anpassen und es dir recht machen, als mir das offen und ehrlich sagen. Aber ich kann sie ja nur ermutigen und insofern da jetzt auch Vorbild sein und sagen, hey, und ich kann das auch, weil das heißt ja nicht nur, weil ich erwachsen bin, dass ich nicht da Schwäche zeigen kann oder Dinge korrigieren kann, die ich merke, die nicht so funktionieren eigentlich. Und dann möchte ich in dem Fall, um das abzuschließen, sagen, da merke ich, da haben wir auch beide gemerkt, wow, wie viel Liebe denn da ist tatsächlich. Und das ganz intensiv war und wir gemerkt haben, das ist schön und das hat uns so nah zusammengebracht, weil wir uns als Menschen eben so wertschätzen und lieben. Und das war ganz großartig, die Erfahrung. Ja, wunderbar und danke für das Beispiel. Und gell, schlussendlich geht es ja wirklich darum, Dinge anzusprechen. Wir hatten das ja im letzten Video auch, diese Herzkommunikation, also Dinge auszusprechen, aber die Frage ist, wie einander zuzuhören. Ja, da sind unterschiedliche Rollen, Erwartungen, aber dann wirklich zu schauen, wie finden wir eine Lösung und ja, anzunehmen, was ist oder zu sehen, man kann sich verändern. Und das finde ich so schön, auch wie du sagst, zu sehen oder deiner Tochter zu sagen, sie soll das ansprechen. Also das finde ich wunderbar, weil das ist ein großer Schritt, Dinge und Bedürfnisse oder Sichtweisen anzusprechen. Und dann kann man ja immer noch sagen, du nein, ich glaube, du hast was falsch aufgefasst oder ich sehe das anders oder ich wollte das nicht. Aber daraus entsteht da für mich auch, wenn man das schafft. Wir hatten das letztes Mal schon, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und Dinge zu klären und immer wieder in diese Liebe zurückzugehen oder eben sich zu fragen, was würde die Liebe tun oder das zu spüren, kurzen Moment innezuhalten, zu fühlen, was würde die Liebe tun? Auch wenn man das mal vielleicht in Anführungszeichen falsch gemacht hat oder wenn man das besser machen könnte, aber zu wissen, was kann ich das nächste Mal ändern? Auch das Genau. finde ich so wichtig, ja. Das hat ja auch damit zu tun, weil wir sind ja keine Roboter, sondern eben immer wieder zu spüren, das dann auch rausgeben zu können. Das ist ja nicht nur positiv, weil wir sprechen, das ist ja auch unsere Kultur, leider, von der ich auch ganz lange betroffen war, die ich so gelernt habe, dass wir eben gar nicht eine Kultur kennen von den vermeintlich negativen Gefühlen. Ja, Wut ist genauso wichtig, Trauer und andere Gefühle, die wir negativ behaften, sondern es muss schön sein, es muss liebevoll sein, es muss, weißt du, es muss glücklich sein. Da ist auch schön, danach zu streben. Aber wenn man so will, ist das der Ausgleich, wie du ja auch mal schön sagst, Yin und Yang, es gibt beides. Ich kann nicht nur Glück haben, es gibt auch auf der anderen Seite Dinge und da manchmal erlebe ich das so und manchmal so und es gehört zusammen. Und alle Gefühle anzunehmen ist wichtig. Und das führt mich eben auch genau dahin, dann das geben zu können, weil ich eben das zulasse. Und alles fängt, wie ich auch immer so schön sage, fängt immer bei mir an. Und ich kann dann eben jetzt in dem Fall, im Kontext der Familie, Vorbild sein für die Kinder. Und das merke ich, das spüre ich übrigens. Und da geht das, wenn wir über bedingungslose Liebe sprechen, das ist so eine Energie.
wie ich jetzt merke, wow, was ich da jetzt in mir aufbaue, was ich da geben kann, wenn ich das eben, wenn ich das, diese alten Muster weglasse und dann in der Kommunikation und im Fühlen und im Zusammensein jetzt auf einmal auch mich viel mehr öffnen kann und Ja. wie viele Kinder davon profitieren können. Und jetzt auch in der Beziehung. Nicht, dass alles andere vorher schlecht war. Es ging ja auch nicht anders. Ich war ja auch ich. Und jetzt habe ich mich weiterentwickelt. Das ist ja das Schöne daran, diese Entwicklung. Und in der Paarbeziehung genauso. Da ist auch nicht alles einfach, logischerweise. Die Art und Weise, wie wir sie lieben und pflegen. Und ist auch wieder eine ganz andere, wo auch die Kinder wieder was mitnehmen können, wie wir Beziehung, also die Paarbeziehung eben leben. Und auch da wachsen wir jeden Tag. Also wir lernen so viel dazu. Das ist Wahnsinn. Aber ich spüre, dass das in dem Kontext total schön ist. Und das Gleiche, und das, deswegen sind wir auch hier zusammen, ist für mich so, da ist es eigentlich am leichtesten für mich, weil diese Berufung, wenn man es so nennen möchte, ja noch sehr frisch ist, dass ich das eben diese Liebe ja auch rausgeben kann, weil das das, was ich ja spüre, anderen Menschen ja was mitgeben zu können, hoffentlich irgendwie inspirieren zu können, helfen zu können mit diesen Erkenntnissen, die auch womöglich irgendwo feststecken irgendwie und dann vielleicht was hören und was mitnehmen und sagen, das ist mein erster Schritt, um zu mehr zu mir zu kommen, weil ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen heute fehlt, ist wirklich bei sich zu sein und wirklich zu merken, wer bin ich eigentlich, dem ganzen Trubel, dem ganzen Drumherum. Und dann kommen wir um die nächste Liebe nicht herum, nämlich eben die Selbstliebe. Ja, wo man eben sagt, hey, das glaube, das fällt den meisten Menschen und dann kann ich mich auch nicht ausnehmen, sehr schwer bedingungslos sich so anzunehmen und zu lieben, genau wie ich bin. Ich glaube, das ist das Schwerste von allen, weil wir so früh und so lange mitbekommen haben, dass wir nicht genug sind, das nicht richtig machen, das nicht. Also da, ich glaube, da, aber das ist auch ein Prozess, ein ewiger, womöglich. Könnte ich jetzt nicht sagen, Menschen, die sagen, nee, bei mir ist nichts mehr zu machen, weil ich liebe mich zu 100% an mir. Aber kann ja sein, dass du welche kennst, weiß ich nicht, wie da dein, ja, was du da fühlst, spürst. Vielleicht magst du mir da auch noch mal, was die Selbstliebe angeht, deine Meinung zu sagen. Ja, also schön, dass du das angesprochen hast, weil die Selbstliebe ist ein wichtiger Punkt. Und du hast ja gesagt, es ist fast das Schwierigste. Und ich finde es eine spannende Sicht, weil eigentlich diese bedingungslose Liebe gegenüber allem, was ist, führt über die Selbstliebe. Weil wir kennen ja andere oder alles im Außen nur so viel wirklich wahrhaftig bedingungslos lieben, wie wir uns selbst lieben. Weil wenn wir uns selbst nicht lieben, dann ist vielleicht auch die Liebe, diese vermeintliche bedingungslose Liebe, oder die ist vielleicht auch aus einem Mangel heraus. Wir geben, um zu erhalten, oder wir geben, um einen Mangel zu füllen. Also für mich steht eigentlich die Liebe zu sich selbst an erster Stelle. Natürlich wird sie nicht immer oft so gelebt, aber um in diese allumfassende Liebe zu kommen, müssen wir und selbst lieben, also das hat auch mit der Heilung des Herzchakras zu tun. Ich habe es auch schon erwähnt, oder dass wir einfach da in uns diesen liebevollen Kern haben, wo nur pure Liebe ist. Und darüber liegen eben, so schön bildlich gesprochen, diese Schichten von limitierenden Glaubenssätzen, von unerlösten Erlebnissen und Emotionen. Und wenn wir all das wegwerfen, also im Sinn von uns abschälen, Erfahrungen machen und wirklich auch energetisch heilen, dann kommen wir zu dem Kern, was wir eigentlich schon sind. Also ist eigentlich bedingungslose Liebe oder auch Selbstliebe ist ein Gefühl, unabhängig davon, was im Außen ist oder nicht ist. Und also für mich, deshalb ist es auch kein Egoismus, oder jetzt me first, also natürlich immer den Umständen entsprechend, wenn man jetzt ein Baby hat oder was auch immer. Es gibt natürlich noch Dinge, da kann man nicht einfach immer sagen, me first, oder nicht, dass man das falsch versteht, aber so viele Menschen sind ja im Außen oder sind in helfenden Berufen, wo sie so viel geben,
Und dann vergisst man sich selbst. Und zum Wohle des Ganzen zu handeln, diese Einheit zu leben, heißt auch, sich selbst nicht zu vergessen. Und für mich ist da wirklich, ja, dieses Gefühl, und das ist ja auch ein Anteil von dir, den du näher bringen möchtest, oder wirklich nicht zu sagen, was will der Kopf, oder was denke ich, was mir jetzt gut tun würde, was ich jetzt tun soll, oder was denke ich jetzt, was einem anderen Mensch gut tun würde, kann helfen, aber wirklich mehr ins Fühlen zu gehen. Das ist für mich die Selbstliebe und die allumfassende Liebe, zu spüren. Und eben auch, ja, das kommt mit der Erfahrung und mit der Heilung, weil das ist immer von innen heraus, oder wir können das nicht vom Kopf her. Oder es ist ein Weg, man kann sich etwas vom Kopf her vorstellen und vielleicht sich annähern, aber am Schluss geht es ums Fühlen. Ja, das ist so wichtig, oder? Und es kommt immer mehr. Also die Menschheit ist wirklich auf der Reise vom Kopf ins Herz. Es heißt nicht, dass der Kopf oder der Verstand verschwindet, aber wirklich mehr zu fühlen und zu merken, da ist die Liebe und ich möchte das und das tun, eben auch in der Berufung. Und der Verstand, der reist mit, der ist ein wichtiges Werkzeug. Aber die Liebe geht immer voran. Ja, ich merke ein Herzensthema von dir und gehe da auch total mit. Es ist wunderbar, wie du es auch ja, näher gebracht hast. Und ich bin da voll bei dir. Und deswegen sage ich auch, es ist immer ein Weg. Also, weil der Weg zu mir selbst, je mehr ich mich öffne, je mehr ich über mich selbst lerne und mich selbst lieben lerne und anerkenne und annehme, was mich bis hierhin eben auch getragen hat und auch diese Glaubenssätze, die da waren und all das. Und zu sagen, ich kann mich aber bewusst entscheiden, andere Wege jetzt zu gehen, was anderes zu glauben, weil die Realität ist was anderes. Meine Wahrheit, die hat sich geformt über viele Jahre und ich kann mir eine neue Wahrheit eben schaffen. Ich muss nur rausgucken und es anders eben, anders leben. Und naja, also ohne da jetzt zu lange drauf einzugehen, bin ich voll bei dir. Der Weg geht immer über einen selbst. Mir kam eben gerade dieser Spruch rein, der längste Weg ist der vom Kopf zu seinem Herzen. Und das passt eigentlich so. Es ist ein langer Weg für viele Menschen, tatsächlich eben auch in dieses Fühlen zu kommen. Und ich habe auch sehr viele Jahre gebraucht, um das zuzulassen. Beziehungsweise vorher habe ich auch nicht gedacht, das ist ja das Schöne, es hört sich mal so schwierig an, so vielleicht geschwollen oder so, weil ich hatte vorher ein wunderbares Leben. Ja. Es war nie falsch oder fühlte sich nicht falsch an. Es fühlt sich nur richtiger an, zu fühlen und wirklich vom Herzen sich leiten zu lassen. Da passiert so viel mehr und es ist so großartig. Deswegen fällt es mir auch mal so leicht, da ganz enthusiastisch drüber zu sprechen. Menschen weiß ich aber auch und deswegen sehe ich, und haben wir auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass wir uns als Übersetzer und Brückenbauer bezeichnen, weil es das auch bedarf, weil Menschen, die dann das nicht spüren und dann irgendwo eben gefangen sind oder verstrickt sind, sich dafür eben dann nicht öffnen können, ist ja auch viel leichter zu sagen, hey, was erzählst du denn da, das ist doch Quatsch. Und ich erzähle dann immer von einem Prozess oder von einem Weg, den man eben, man muss diesen ersten Schritt gehen. Und wenn man dann merkt, so wow, was wartet da, wenn ich diese Tür öffne, dann geht man gerne auch den nächsten Schritt. Aber ich muss diesen ersten Schritt erst tun, diese Entscheidung, das ist für alles, fängt an mit dieser Entscheidung. Ja. Und dann geht es eben weiter. Und dann kann ich eben auch in diesen Weg, diesen Herzensweg auch gehen, in so vielen Beziehungen. Weil am Ende glaube ich eben auch, ob es eine Berufung ist, ein Job oder Freunde, wie auch immer, es geht immer um Beziehung, wie du deine Beziehung lebst. Und ich sage mal, wir sind die Summe unserer Beziehung. Das heißt, ich entscheide, wie ich Beziehungen lebe. Und wenn ich mir meine ganzen Beziehungen angucke, ist vielleicht auch eine ganz schöne Übung, die man machen kann, eben zu schauen, welches sind die großen Beziehungen in meinem Leben, wie pflege ich oder wie halte ich sie eigentlich, wie fühle ich mich in diesen Beziehungen. Und wenn ich auf mein Herz höre, wer möchte ich eigentlich sein? Wie möchte ich das eigentlich leben und lieben? Und
Ich würde sagen, bei vielen ist da eine große Diskrepanz. Und das ist erstmal das zu erkennen und dann auch nicht zu verzagen und sagen, hey, echt, ist das so? Und dann eben den Weg, sich auf diesen Weg zu machen, die Tür zu öffnen und zu sagen, wenn ich es dann schaffe, ich gehe dann diese Beziehung eben einzeln an. Und das ist eben das Schwierige dann. Deswegen gibt es ja noch Menschen wie dich oder im Fall von Trennung oder wie auch immer auch wie mich, die eben dann begleiten, weil ich habe jetzt auch einen sehr komplexen Weg irgendwie Ja, genommen, ja. weil du natürlich alles auf einmal, wenn du den Weg gehst, du merkst ja eben, wie wir gesagt haben, Wechselwirkung. Wenn ich also entscheide, ich ändere was in meiner Beziehung, häufig ist es ja so, eine Trennung, ich sage, ich verändere was, weil ich spüre aus meinem Herzen raus, hier stimmt was nicht, ob das gut ist oder nicht, wie auch immer, man trifft diese Entscheidung, muss ich auch die Verantwortung übernehmen. Und dann kann ich eben auch auf die ganzen Beziehungen schauen. Und dann muss ich aber alles auf einmal managen. Und das ist sehr komplex. Also in dem Fall kann man immer nur sagen, ich auch. Und, aber häufig braucht man ja diesen Schmerz, um loszugehen. Ah, ja. Ja, sonst fällt es einem schwer. Aber wenn man es aus dem Guten heraus machen kann, möchte ich natürlich sagen, wunderbar, wenn man früh merkt, ich muss auf mich schauen, wer bin ich eigentlich, immer wieder reflektieren. Meines Erachtens auch eine Sache, die unbedingt in der Schule gelehrt werden sollte, weil das so ein Schlüssel sein kann zu eben mehr ja, Liebe und Glück irgendwie im Leben, wenn ich das, wenn ich grundsätzlich erstmal das kann, also erstmal die Technik habe oder lerne, dass das Sinn macht, immer wieder auf mich zu schauen und immer zu überprüfen, wer bin ich auf dem richtigen Weg, damit ich eben dann nicht irgendwann den großen Knall habe, aber ich glaube, das ist Teil eben auch unseres Lebens. Jeder hat seinen Weg vorgegeben bekommen. Und aber da führt, glaube ich, ganz viel tatsächlich hin. Und das wäre mein Wunsch für die Zukunft, irgendwie nicht nur mehr Liebe, sondern eben gewisse Dinge tatsächlich. Und da spreche ich auch mit so vielen Menschen drüber. Und ich wüsste, wenn ich irgendwann mal eine Vision davon habe, wie man es in die Schulen reinbringen könnte, weil es Ja. bedarf gerade in Deutschland da auch großer Reformen. Da gibt es so viele Dinge, die den jungen Menschen mitgeben könntest als noch mehr Mathe und Physik und wie auch immer. Nichts gegen diese Fächer, auch wenn man das guckt. Aber da gibt es wirklich andere Dinge auch im Leben, die einen weiter. Ja, sehr schön. Und mir ist gerade noch so reingekommen, oder dass eigentlich die Liebe oder das Herz hat sehr viel mit dem Mut zu tun, weil es geht ja darum, eben diesen Weg zu gehen, diesen Herzensweg zu gehen. Und nicht umsonst heißt ja auch in Fremdsprachen, oder, mutig sein. Also to be courageous in Englisch, core courageous. Oder also das hat mit dem Kern zu tun oder auch ja, mutig. Mut heißt auch beherzt, oder? Also in dem Sinn, Mut und Herz ist miteinander verbunden. Also das, da im Deutschen gibt's, habe ich mal rausgefunden, mutig gleich beherzt, also dem Herzen folgen. Und das ist, hat auch mit dem Kern zu tun. Unserem Kern, also die Sprache drückt sich eigentlich schon so aus. Das heißt eigentlich, nicht nur Liebe zu fühlen, sondern ihr zu folgen, genau, oder diesem Ruf zu folgen und ja, Schritt für Schritt zu tun und zu wissen, es gibt so viele Menschen, die den Weg schon gehen oder schon gegangen sind. Es geht natürlich immer weiter und du hast es auch schon angetönt, du hilfst anderen Menschen, ich helfe anderen Menschen. Wir haben uns auch helfen lassen, oder? Also ich bin auch nicht heute da, einfach so, zack, bumm. Also ich habe natürlich Dinge gemacht, einfach für mich, oder bin einfach für mich meinem Herzen gefolgt. Aber ich habe auch die ein oder andere Heilsession besucht, mache ich auch heute noch manchmal. Also es geht wirklich darum, nicht alles auch alleine zu tun, oder? Also weil man könnte ja das auch missverstehen, diese Selbstliebe, ah, jetzt muss ich alles auf mich nehmen, alles nur selber tun. Nein, es gibt so viele Möglichkeiten und eben unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen, jetzt ohne Stress. Oder nicht, dass ich denke, ich bin falsch, ich muss jetzt die Erleuchtung erlangen, ich muss jetzt von heute auf morgen bedingungslos leben können, sondern diesen ersten Schritt tun und zu wissen, andere Menschen können mir helfen. Und jeder Mensch, der mehr in die Liebe kommt, der sein Herz mehr ja, befreit hat,
der ist ja dann eine Inspiration für andere Menschen, ob er sich dessen bewusst ist oder ob er einfach Dinge tut in Liebe, immer mehr mit Liebe oder einfach ist und seine Energie ausströmen lässt. Das ist ansteckend, oder das dürfen wir nicht vergessen. Jeder, der in der Freude und in der Liebe ist, der bringt durch sein pures Sein, durch seine Frequenz schon mehr Liebe auf die Welt. Ja, ich weiß gar nicht, warum wir da jetzt drüber lachen, weil es einfach total stimmt. Also ich spüre es auch total und ich meine, und das ist das Wunderbare, wenn du tatsächlich, wenn du merkst, also ich merke das manchmal, wenn ich das steuern kann, wenn ich merke, weißt du, mit dem Kopf überall und wie auch immer, ganz häufig ist das der Fall, wenn ich aus dem Büro oder aus meiner Praxis hier rausgehe und dann nach Hause möchte oder die Rathausstraße ist so ein bisschen hier, Bagdaheide Heide ist ein kleines Dorf und manchmal macht mir das so viel Freude, eben mit ganz viel Energie und Liebe rausgehen. Ich merke auch bei so einem Gespräch, merke, dass ich dann eben ganz viel mitnehme und gar nicht jetzt rausgehen und merke, dass ich wie verstrahlt bin. Ja. Im positiven Sinn verstrahlt. Ja, genau. Ja. Und merke aber, was Liebes es eben... Virus. Ja, du merkst aber, das ist wirklich so. Du merkst aber, was es erzeugt in anderen Menschen, wie sie dir begegnen, wenn du so strahlst. Auch wenn du lächelst, bewusst. Und es tut nicht weh. Es ist schön, weil du kriegst es wieder zurück. Es ist nicht schmerzhaft. Liebe kann, sagt man ja so schön, schmerzhaft sein, in dem Fall aber gar nicht, sondern es ist wirklich nur schön, ob es im Supermarkt ist oder anderswo. Es kann dann schöne Begegnungen daraus kommen und einfach, wenn es nur wenn du jemanden Lächeln schenkst, kann schön sein. Es gibt auch Menschen, die leider, die reagieren etwas verwundert, wenn man sie anlächelt, weil sie es nicht mehr gewohnt sind. Passiert auch. Ja. Tatsächlich, was ich auch heute gehört habe, auch, und das zeigt eben, wo wir eben stehen. Deswegen, wenn es diese Menschen gibt, oder wenn man es geben möchte, macht es, weil man heute wirklich Menschen noch sagen muss, dass man es ernst meint. Im Sinne von, ich möchte wirklich eine Verbindung mit dir eingehen. Ich möchte nichts Böses, ich möchte nichts verkaufen. Ja, genau. Ich möchte es nur spüren, bitte, ja. Ist wirklich so, weil und selber muss man auch diese Grenze wahren, beziehungsweise ich spüre das sehr stark, wenn Menschen eben gar nicht in Verbindung gehen wollen, sondern das verkaufen wollen. Das finde ich, ist ja fast schon tragisch eben, aber ist natürlich auch durch unsere Welt mit Social Media, wo es eine sehr schnelllebige Welt ist, da aber auch seinen Weg zu finden mit Liebe, mit echten Verbindungen, dann ist das etwas ganz Großartiges, was ich eben auch so spüre. Reden wir vielleicht nicht von bedingungsloser Liebe, aber ich gebe da auch so viel Liebe rein, wie ich eben kann. Das ist immer mein Ansinn, zu sagen, ich gebe wirklich alles da rein, weil ich genau hoffe und mir wünsche, dass die Menschen das eben erreicht, die es brauchen, die damit von inspiriert sich fühlen, nicht weil ich dann auf dem Ego-Trip bin, sondern denke, das ist, oh, das, ich merke, dass es da ist und ich möchte es gerne verteilen an die, die davon jetzt einen Nutzen tragen können. Und das ist dann großartig. Und wenn man das so macht, also für mich zumindest, die Liebe so rauszugeben, das einfach rauszulassen, ist eine wunderbare Sache. Und jetzt, wenn wir so viel über Liebe sprechen, merke ich gerade so, weißt du, geht mein Herz auf. Ja, also mein Herz ist sowieso auf, warm. Ja? Das ist ja. So, mein Herz ist sehr oft, spüre ich mein Herz wirklich, aber jetzt auch gerade. Ja, ja. Und also, mir ist gerade noch was in den Sinn gekommen, oder? Die bedingungslose Liebe, wenn wir ja verschenken, es kommt immer zu uns zurück, aber nicht von dem Menschen, wo wir das vielleicht bedingungslos gegeben haben. Aber das Universum ist immer auf Ausgleich bedacht, oder? Ja. Also es kommt zu uns zurück und da müssen wir den Verstand auf der Seite lassen, das Ego auf der Seite lassen, weil es findet uns vielleicht ein bisschen später oder auf einer anderen Ebene, nicht jetzt im Materiellen, im Finanziellen oder nicht immer in Worten oder so, sondern es fließt zu uns zurück. Es kann nicht anders, weil alles Energie ist. Und ich finde das so schön. Da müssen wir auch vertrauen und wissen, alles, was ich aussende, eben bedingungslos, das kommt zu mir zurück. Also es ist auch dieses Wissen,
Alles ist miteinander verbunden und es findet uns, wenn wir offen sind und empfangen können. Genau so. Wunderbar. Aber ich merke schon, und das ist ja das, was dann auch automatisch passiert jetzt zwischen uns, dass da diese Verbindung dann so stark ist und wir dieses ja vom Herzen auch spüren. Also im Grunde kann man da, ist es eigentlich ein sehr schöner Abschluss, möchte ich fast sagen, weil mehr Liebe geht ja dann fast gar nicht. Ist ja einfach jetzt wunderbar. Ich glaube, ja, wenn das für dich passt, kann man es ja eigentlich so stehen lassen, oder? Ja, genau, der Abschluss hat so gerufen, aber so passt das wunderbar. Genau, und also es ist einfach immer wieder schön, das muss ich nochmals sagen, lieber Olli, mit dir mich da auszutauschen. Und wir ja, sprechen ja auch immer im Vorfeld ein bisschen, was uns gerade so bewegt. Und vielen herzlichen Dank für deine Beiträge, deine Einsichten, deine Worte, deine Inspiration. Und für dein Sein, einfach so, weil du bist, so wie du bist. Ah, das ist ja lieb. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich finde es, habe ich dir auch im Vorfeld gesagt, kann ich hier auch nochmal, mache ich gerne vor allem. Es ist wirklich wunderbar, inspirierend, du als Mensch, aber auch unsere Begegnung, unsere Verbindung ist so gewachsen jetzt in der kurzen Zeit. Es ist wirklich wunderbar. Ich danke dir immer wieder für die Möglichkeit, dass du auch diesen Kanal hast und mich immer wieder einlädst und wir uns so austauschen können. Ich hoffe, dass die Menschen da draußen das auch spüren können und was mitnehmen können. Und ja, freue mich auf unsere nächste Folge, unsere nächste Episode. Ja, ich freue mich auch schon und vielen Dank. Und ich danke natürlich allen Zuschauerinnen und Zuschauern, ob heute das erste Mal oder schon vergangene Videos. Es ist immer wieder schön zu wissen, dass es da Menschen hat, die sich inspirieren lassen. Und ihr dürft natürlich gerne das Video auch weiterleiten oder liken oder kommentieren, falls ihr das schön findet. Einfach, wenn es da von innen herauskommt. Genau, darüber freuen wir uns sehr. Wunderbar. Vielen Dank. Also danke auch nochmals und bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss. Ciao.